Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Begriff Non-Commodity. Den hört man immer mal wieder als Vertriebsansatz von zum Beispiel Stadtwerken und Energieversorgern, aber was steckt da dahinter? Erstmal, was ist denn Commodity? Das ist ein Allgemeingut, also etwas, was man als geradezu selbstverständlich annimmt und deswegen nicht unbedingt so viel Geld dafür ausgeben möchte, sondern das ist halt einfach da. Und in der Energiewirtschaft sehen wir darunter vor allem den Strom und auch die Wärme, vor allem im Sinne von Gaslieferungen. Und deswegen ist es genau so zu verstehen, dass eben die Stromlieferung und auch die Wärmelieferung von den Verbrauchern als geradezu Selbstverständlichkeit angenommen wird. Und deswegen kann man da auch grundsätzlich nicht so viel preislich nach oben noch rausholen, weil es eben ein Allgemeingut ist. Die Lampe leuchtet halt, wenn ich auf den entsprechenden Knopf drücke. Oder das Handy lädt halt auf, wenn ich es an die Steckdose anschließe. Da denke ich nicht mehr drüber nach, dass der Strom ja auch einen Versorgungsvertrag im Hintergrund hat. Diese Commodities sind also Allgemeingüter, bei denen man nicht mehr so viel machen kann, die man nicht so besonders gut vertrieblich mit Marketing irgendwo positionieren kann. Non-Commodity, wie der Name schon sagt, ist es eben nicht ein Allgemeingut, sondern etwas anderes, etwas Greifbareres, etwas Wertigeres. Und im Bereich der Energiewirtschaft sind das eben die Dinge, die von Stadtwerken, Energieversorgern, Netzbetreibern sehr sinnvoll zusätzlich angeboten werden können. Und das ist zum Beispiel ganz klar, dass man technische Geräte im Bereich der Energiewirtschaft bei zum Beispiel Haushalten, bei Eigenheimbesitzern installiert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Allein das Ding zu verkaufen und zu installieren ist bereits Non-Commodity-Vertrieb. Jetzt ist man richtig klug und sagt natürlich nicht nur, hey, ich stelle dir das Ding auf dein Dach, sondern du kriegst mit uns auch noch einen Wartungsvertrag. Wir sorgen dafür, dass das Ding immer richtig gut läuft und immer die maximale Leistung bringt. Und wir kümmern uns auch noch um die Abrechnung, die im Hintergrund ist, weil du speist das ja dann vielleicht ein und dann willst du ja auch Geld dafür haben. Und wir kümmern uns auch noch um das Energiemanagement. Dann, wenn du zum Beispiel in Zukunft einen Smart Meter hast, dann können wir da entsprechend ganz flexible, tolle Dinge noch herumbauen. Das ist Non-Commodity-Vertrieb, wie man ihn auch machen sollte. Man baut direkt weitere Dienstleistungen noch auf diesen Geräten mit auf, indem man zum Beispiel sagt, Wartungsvertrag für die nächsten 10 Jahre. Oder eben auch, wir machen Abrechnung, wir machen Verwaltung, Organisation, Management der Geräte für die nächsten Jahre. Und dann passiert nämlich etwas ganz automatisch. Wenn ich mir meine Photovoltaikanlage warten und abrechnen lasse von meinem Stadtwerk, dann lasse ich mich ja auch grundsätzlich versorgen von meinem Stadtwerk. Dann suche ich mir für die restlichen Energiemengen, die da vielleicht noch irgendwo benötigt werden oder für die Wärmeversorgung, da suche ich mir jetzt keinen anderen mehr. Dann bin ich doch automatisch schon sowieso an den gebunden, dann nehme ich gleich irgendein ein Koppelangebot. Ne? Also das ist eben der Ansatz, über den so ein Stadtwerk zum Beispiel sagen kann, ich binde hier Kunden langfristig an mich, weil ich denen noch was anderes verkaufe. Und das finden die so gut, dass sie dann sowieso bei mir bleiben wollen. Und das ist neben eben Photovoltaik auf dem Dach auch natürlich genauso was wie Elektromobilität. Ich baue dir deine Ladeinfrastruktur in die Garage und du kriegst noch den Abrechnungsvertrag über uns. Wir kümmern uns um alles. Du kriegst ein Portal, bei dem du alles sehen kannst. Und vielleicht haben wir auch noch irgendwelche weiteren Angebote rund um die Mobilität für dich, sodass das ein richtig tolles Konzept ist. Für unser Stadtwerk ist das einfach anzubieten. Für dich als Verbraucher hat das einen richtigen Mehrwert. Und plötzlich bist du bereit, auch tatsächlich noch Geld dafür auszugeben, weil es eben kein Commodity ist. Das ist kein Allgemeingut, das hat richtig Wert. Und damit kann ich als Stadtwerk nochmal richtig Geld verdienen. Denn das ist ja der Punkt bei den Commodities, ist die Marge geradezu lächerlich gering. Mit Stromversorgung verdient man heutzutage einfach praktisch kaum noch Geld. Mit Wärme ist das auf einem ähnlichen Weg. Und Gasversorgung natürlich genauso. Also das ist einfach nicht mehr die Welt von früher, bei der das alles relativ einfach war. Die Preisschwankungen im Großhandel und genauso natürlich auch der Preisdruck in der Endversorgung durch Discounter und Co. haben dieses Geschäft geradezu kaputt gemacht. Und deswegen Non-Commodity-Vertrieb, man holt sich andere Geräte und verkauft diese Geräte und Leistungen zu diesen Geräten an die Endkunden und die haben auch einen echten Mehrwert davon und dann bleiben die auch dauerhaft bei mir, weil ich eben das Beste für die liefern kann. Das ist der Non-Commodity-Vertrieb.
Das ist es eigentlich auch schon. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt ihr gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es sind immer so 2/3 der Zuschauer, die noch nicht abonniert haben. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Aktuell etwas weniger als 450 Abonnenten. Das ist schon mal ziemlich cool. Also klickt einfach unten auf den Abonnieren-Button und dann schaltet ihr das nächste Mal wieder ein hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Wir sind die Online-Akademie für die Energiebranche und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.